Zurück im Tigerkäfig beim Duell Bayreuth Tigers gegen die Eispiraten aus Grimmitschau, die gerade aufs Eis kommen, die Gäste. Ja, der letzte Spieltag der DEL2 in der Hauptrunde. Und wie schon anfangs gesagt, spannender kann es fast nicht sein. Koloschwari. Lillich! Ja, wollte er da passen oder was war das denn? Das war so eine Mischung aus Schuss und Pass. Hä, nee? Der hat da schon Davidek mit dem Schläger gesehen. Ja. Sehen wir jetzt nochmal. Aber Cerveny ist dazwischen und am Ende begräbt er auch die Scheibe unter sich. Und Powerbreak gibt's jetzt. Er wollte da Kunz nochmal mitnehmen, ist aber nicht gelungen, kommt nicht an die Scheibe. Ja, einfach mal die Scheibe vors Tor jetzt, aber Schuss! Kevin Kunz im Slot schließt er ab. Schuss. Abgefeuert von Tyler Gron, nimmt er dann den Abpraller von Goli Cerveny auf, legt ihn herum und trifft mit der Rückhand. Hier sehen Sie es nochmal in der Großeinstellung. Jetzt kommt Järvelainen, geht rum um Cerveny und obwohl dann noch ein Verteidiger kommt, kriegt er die Scheibe ins Tor. Pass auf Gron, Tor! Und wieder ist es Tyler Gron, der zum 2:0 erhöht für die Tigers. Eine Situation, wie wir sie oft schon gesehen haben. Rayala mit dem Querpass auf den am langen Pfosten lauernden Tyler Gron. Da haben wir locker 20 Abziehbilder-Szenen in dieser Saison schon gehabt. Ja, aber die Pässe von Rayala immer so gut zu verarbeiten. Ja. Ist natürlich immer ein gewisses Risiko. Rayala spielt die Scheibe da durch drei Grimmitschauer hindurch. Das kann auch schief gehen. Ja, aber wenn es gut geht, dann ist Gron natürlich in bester Schussposition. Zweite am heutigen Abend. Jetzt haben wir Scheibenverlust. Und da ist der Anschlusstreffer zum 1:2. Scheibenverlust von Carlson. Sehen wir hier nochmal, da geht die Scheibe genau auf den Schläger. Gleich abgeschlossen. Und der Torschütze ist. Vorarbeit die Nummer 8, Juso. Mitchwall. Bulli vor die Meiden. Jetzt die Chance und das Tor für Grimmitschau, der Ausgleich. Aus dem Slot heraus treffen die Eispiraten zum 2:2. Ganz alleine? Ja, da hat man einen vergessen. Und zwar komplett. Das war wieder Wall. Mitch Wall. Macht jetzt die Körperfläche breit, um hier die Passwege und die Schusswege zuzumachen. Also sozusagen ein 5 gegen 3,5. Tor! Und da ist der Treffer zum 2:3. Nachschlägerverlust von Martin Davidek. Gut ausgespielt, einmal quer und dann ist relativ viel offen. Ja, und der Torschütze ist diesmal. Wall ist der Passgeber und der Torschütze ist. War das Kolobailo? Carlson. Gefährlich, was er da macht, aber macht er gut, Carlson. Dann die Scheibe in den Slot. Kein Abnehmer da. Busch war da gut gestanden, aber Carlson übersieht ihn. Und der Schuss von Walsh war auch nicht ohne. Der streicht aber haarscharf am Dreieck vorbei. Bleibt aber auch wieder Metall dabei. Davis bessert nach, aber Grimmitschau ja, bleibt genau dran. Fährt genau in diese Traube. Und Timo Erden. Was für ein Save von Timo Erden. Im Sitzen pflückt er da die Scheibe doch noch mit der Fanghand ja, weg. Bist du verrückt? Wartet, wartet. Und Powerbreak. Sehen wir nochmal die Situation. Jetzt lieber Koloschwari alleine.
schießt da aus dem Handgelenk, aber Červený ist da. Halten die Scheibe in den eigenen Reihen und suchen eventuell einen Abschluss. Tor! Und da ist der Treffer zum 2:4. 7 Sekunden bevor die Strafzeit abläuft, treffen die Eispiraten zum 2:4 in Überzahl. Und der Torschütze ist, mal schauen, ob ich die Nummer erkennen kann. Ich kann sie nicht genau erkennen. Ja, die Enttäuschung natürlich hier im Tigerkäfig sehr groß. Ja, ist auch spürbar auf den Rängen. Zufrieden sind nur die aus Grimmitschau angereisten Fans. Kurt Davies nochmal. Und Červený nochmal mit dem Save. Und das Spiel ist aus. 2:4 ist also der Endstand hier in Bayreuth für die Gäste aus Grimmitschau. Die nehmen die 3 Punkte mit nach Westsachsen. Ja, es hätte so gut laufen können für die Tigers. Bedeutet natürlich, dass Bayreuth definitiv in den Playdowns ist.